Geehrte Brüder, liebe Schwestern, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich möchte heute ein wenig über eine sehr wichtige Person sprechen, die Ashura mitgeprägt hat, die ein unerlässlicher Bestandteil der Revolution ist und auch der Trauerveranstaltung ist, nämlich Ali al-Akbar, der Sohn von Imam Hussein, salamullahi alayhi. Ali al-Akbar war der älteste Sohn von Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein alayhi salam hatte 3 Söhne in Karbala: Ali al-Akbar, Ali der Große, Ali al-Awsat, Ali der Mittlere und Ali al-Asghar, Ali der Jüngere, der Kleine. Und es ist natürlich auffällig, dass ein Mensch seine Kinder mit dem gleichen Namen benennt: Ali, Ali, Ali. Und es hat einen Grund gehabt. Es ist nicht nur aus reiner Liebe zu seinem Vater, Imam Ali a.s., passiert, sondern weil es eine Propaganda gab, der Umayyaden, die versucht hat, den Namen Ali salamullahi alayhi schlecht zu prägen. Diejenigen, die Ali salamullahi alayhi hießen, wurden teilweise verfolgt. Deswegen haben wir in unseren Berichten in der Geschichte, dass es Leute gab, die sich dann umbenannt haben. Das heißt, die haben bei der Geburt den Namen Ali erhalten. Weil es aber für sie gefährlich wurde oder weil es für sie gesellschaftliche, soziale Nachteile hatte, hat der Vater dann bereits in den jungen, frühen Jahren seines Kindes einfach den Namen Ali umbenannt, verniedlicht in Ulay. Ulay ist dann einfach die Verniedlichung, um das zu verdecken. Und wie wir auch bereits gesagt haben, gab es eine Propaganda gegen Imam Ali a.s. Der wurde jeden Freitag verflucht und beleidigt. Und das zielte alles darauf ab, den Namen schlecht zu machen, den Namen schlecht zu prägen. Und damit der Name erhalten bleibt, damit er auch gut belegt ist, positiv belegt ist, hat Imam Hussein a.s. seine Kinder genau danach benannt und auch konsequent danach benannt, jedenfalls die, die in Karbala anwesend waren. Und das können wir heute auch noch erleben. Also heute gibt es auch Versuche, Propaganda, Fehlinterpretationen, die darauf abzielen, den Namen Muhammad zum Beispiel schlecht zu prägen. Aber dadurch, dass so viele Muslime den Namen haben und tragen, ist es quasi unmöglich, den Namen schlecht zu prägen. Das heißt, wenn ein Name sehr stark verbreitet ist, dann kann ruhig einer schlecht sein, 2 schlecht sein, 3 schlecht sein. Aber weil er eben so verbreitet ist, wird er nicht schlecht geprägt. Die schlechte Prägung eines Namens wird unter anderem dadurch verhindert, dass er so stark verbreitet ist. Das heißt, nehmen wir den Namen Adolf. Adolf ist sehr schlecht geprägt. Aber wäre es ein sehr stark verbreiteter Name, hätte diese eine Person da nicht so stark darauf auswirken können. Deswegen fragen sich ja auch viele, ihr kritisiert ja die Sahaba, also ihr Schiiten, behauptet ja, es gäbe einen Konflikt zwischen Imam Ali a.s. und den Sahaba. Aber wir sehen in der Biografie, auch die an in Karbala waren, dass das schon Namen waren, von denen ihr meint, dass sie seien die Mörder der Ahlul Bayt. Und dann ist es auch eine berechtigte Frage. Es ist eine absolut berechtigte Frage. Wenn dein Mörder Adolf heißt, dann wirst du wahrscheinlich dein Kind nicht danach benennen. Das ist schon eine sehr naheliegende Frage. Aber die Antwort ist erstens, es ist ja nicht, man muss erstmal erforschen, wann der Name gegeben worden ist. Vor oder nach der Tragödie. Wenn der Name bereits gegeben worden ist und dann die Tragödie eintritt, dann trifft das natürlich nicht zu. Und zweitens, wenn der Name so stark geprägt ist und verbreitet ist und edel ist in der Tradition, in der Kultur, dann macht es nichts aus, wenn einer jetzt eine schlechte Tat begeht. Wie hieß Obama mit Zweitnamen? Hussein. Hat er das irgendeine Auswirkung auf den Namen? Nichts, es wurde gar nicht wahrgenommen. Und angenommen, ein Feind von dir, der dir Schaden zufügen möchte oder dir auch stark Schaden zugefügt hat, heißt Muhammad. Hat das irgendwas bei dir gemacht mit dem Namen? Nichts, weil der Name eben bereits so positiv geprägt ist durch den Propheten und durch seine Verbreitung. Das heißt, es ist eine Forschung für sich, ab wann wirklich Namen negativ geprägt werden. Und ein Mittel dagegen zu agieren ist eben die Verbreitung des Namens. Deswegen gibt es bei uns in den Überlieferungen auch, dass man bewusst die Namen unserer Imame und unseres Propheten verbreiten soll und bewusst auch Namen, wo
das Wort Abd vorkommt, also Abdullah, Abdurrahman, die Namen der Ubudiyya, die Namen, die einen Gottesdienst zum Ausdruck bringen, die soll man bewusst auch benennen. Oder eben auch bereits, bevor das Kind überhaupt auf die Welt kommt, bereits den Namen Muhammad geben. Danach kann man immer noch ändern, das soll Segen bringen, etc. Ali al-Akbar war also der älteste von den dreien Alis, die in Karbala waren, als Söhne von Imam Hussein a.s. Und er war älter als Imam Sajjad a.s., dementsprechend noch etwa 25 Jahre alt. Eine Besonderheit von Ali al-Akbar war, wie Imam Hussein a.s. es auch selber gesagt hat, ist, dass er dem Propheten am ähnlichsten war. Das heißt, von seinem Erscheinungsbild, von seiner Redensart, von seinem Auftreten, von seinen Gewohnheiten war er dem Propheten am ähnlichsten. Sodass Imam Hussein a.s. gesagt hat, immer dann, wenn ich den Propheten vermisst habe, blickte ich auf Ali al-Akbar. Vernahm ich den Duft von Ali al-Akbar, weil er erinnerte mich am stärksten an den Propheten. Das heißt, also nicht nur Imam Hussein a.s., auch die Gefährten und die den Propheten miterlebt haben und das Gesicht des Propheten kennen, wussten, diese Person ist dem Propheten am ähnlichsten. Deswegen, als Ali al-Akbar dann gefallen ist, sagt Imam Hussein a.s. auch, dass dieses Volk die Heiligkeit des Propheten geschändet hat. Die Heiligkeit des Propheten, weil ihr habt einen Mann getötet, der genauso aussieht wie euer Prophet. Genauso redet, genauso auftritt, genauso verhält, die gleichen Bewegungen hat. Ali al-Akbar, was auch sehr interessant ist in seiner Biografie, dass er mit den Umayyaden verwandt war. Seine Mutter Layla, ihre Mutter Maimuna, ihr Vater ist Abu Sufyan. Abu Sufyan, Maimuna, dann die Ehefrau, die Layla und dann Ali al-Akbar. Das heißt, mütterlicherseits ist Abu Sufyan sein Großvater. Abu Sufyan ist der Großvater von der Mutter Ali al-Akbar. Er ist verwandt mit Abu Sufyan. Und das hat noch eine Auswirkung, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, inshallah. Gut, das erstmal zu den Eckdaten seiner Biografie. Ihr habt sicherlich schon gehört, dass ich oft über ein Problem spreche, um Umgang mit Ashura, oder dass Märchen verbreitet werden, dass man mit allen Mitteln versucht, Tränen vergießen zu lassen und dass sehr oft auch Nichtgelehrte, Nichtexperten sich Themen annehmen, die sie nicht annehmen sollten. Und ich spreche viel über diese Problematik, allgemein, ohne oft ins Detail zu gehen. Und von euch haben mich einige gefragt und auch privat haben mich Fragen erreicht, ob man nicht explizit Beispiele nennen könnte. Und speziell am Beispiel von Ali al-Akbar kommt dieses Problem sehr gut zum Vorschein. Weil wir haben glaubhafte Berichte, glaubhafte Geschichten, glaubhafte Überlieferungen, die traurig sind, die aber auch lehrreich sind, die in den Hintergrund gerückt sind, die man kaum hört bis gar nicht hört. Oder sehr wenig. Das aber, was im Vordergrund steht, das, was gepredigt wird, was verlesen wird, ist oft eine Erfindung ohne Beweis, eine Erzählung ohne Beweis. Und schmähend für den Imam. Manchmal gibt es Erzählungen, die einfach erzählt werden. Und es ist jetzt nicht schmähend für den Imam, stellt Al-Bayt nicht im schlechten Licht dar. Manchmal gibt es aber Erzählungen, die keinen Beweis haben, die nirgendwo stehen in den Quellen, die etwas beinhalten, das den Rang des Imams schmäht, das Verhalten der Ahlul Bayt schmäht, schlecht dastehen lässt. Und ich werde darauf inshallah auch im Laufe des Vortrages verweisen. Beginnen wir zunächst mit einigen Lehren, die wir aus glaubhaften Berichten entnehmen können. Es wird ein Ereignis berichtet von Ali al-Akbar, salamullahi alayhi, mit seinem Vater, dass sie waren ja auf der Reise von Medina nach Mekka und von Mekka nach Kufa. Und er war da mit seiner Karawane auf Reise. Und wie wir bereits auch gesagt haben, das war eine Wüstenstrecke, die war sehr anstrengend und sie mussten ja immer wieder Halt machen. Und bei einer Haltestelle hat die Karawane Imam Husseins a.s. Pause gemacht, bei Qasr Bani Muqatil oder Muqatil,
haben sie dort Halt gemacht und dann sind sie losgezogen. Und hier beginnt dieser Bericht. Hier erzählt dann der Überlieferer. Und wir lesen jetzt zunächst einmal diesen Bericht zusammen und dann werde ich auf einige Lehren verweisen. Der Überlieferer sagt, als das Ende der Nacht eintraf, befahl Imam Hussein alaihi salam, die Wasserreserven aufzufüllen und ordnete uns an, dass wir aufbrechen sollen. Also dort in dieser Raststätte, Qasr bin Muqatil, hat Imam Hussein alaihi salam, vielen Dank, hat Imam Hussein alaihi salam befohlen, füllt eure Wasserreserven und lasst uns aufbrechen. Der Überlieferer sagt, wir sind dann von dort losgezogen und waren dann eine Weile unterwegs, bis wir dann wieder Halt machen mussten. Und Imam Hussein alaihi salam ruhte sich aus und hatte einen kurzen Schlaf. Er nickte kurz ein und wachte wieder auf und sagte, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wahrlich, Allah gehören wir und zu ihm kehren wir zurück. Gelobt sei Allah, dem Herrn der Welten. Und das wiederholte er einmal, zweimal, dreimal. Und sein Sohn Aliul Akbar hörte das, bemerkte das. Das ist halt ein Satz, den man eigentlich sagt, wenn eine Tragödie eintrifft. In der Regel sagt man das, um eine Tragödie entweder zu verkünden oder anzukünden oder wenn eine Tragödie bevorsteht. Dann kam Ali salamullahi alayhi zu Imam Hussein alayhi salam. So heißt es in dem Bericht, sein Sohn Ali ibn Hussein hörte das. Und hier eine kurze Anmerkung vielleicht. Es gibt ja das Buch Kitab al-Irshad von Sheikh al-Mufid, das auch auf Deutsch übersetzt ist. In dem Buch, in dem ich das gesehen habe, in dem Verlag oder in der Ausgabe, in der ich diese Stelle gesehen habe, steht der Zusatz in Klammern Imam Zainul Abidin. Also, der Sohn Ali ibn Hussein sagte zu seinem Vater, als er das hörte, und dann steht in Klammern Imam al-Sajjad, Imam Zainul Abidin. Und das ist nicht korrekt. Ali ibn Hussein ist hier Ali al-Akbar. Gut, woran erkennt man das? In der Überlieferung steht ja nur Ali ibn Hussein. Und er hat ja drei Ali. Ali al-Radi' ist ausgeschlossen, weil er noch ein Säugling war. Bleiben die beiden Alis. Die andere Überlieferung von Sheikh al-Saduq berichtet Imam al-Sajjad. Also Imam al-Sajjad erzählt uns in der Vision von Sheikh al-Saduq die Überlieferung und sagt dann, فَقَالَ لَهُ إِبْنُهُ. Sein Sohn sprach dann zu ihm. Und wenn Imam al-Sajjad a.s. sagt, sein Sohn sprach zu ihm, dann meint er natürlich jemand anderes. Er sagt ja nicht, ich sprach zu ihm. Deswegen ist damit Ali al-Akbar gemeint und nicht Imam al-Sajjad. Imam Hussein a.s. sagte, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Sein Sohn Ali al-Akbar hörte das und kam zu ihm mit seinem Pferd heran und sagte, Vater, möge ich dir geopfert sein. Schaut, wie er mit seinem Vater spricht. Möge ich dir geopfert sein. Warum hast du Allah gepriesen und den Vers der Rückkehr rezitiert? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Imam Hussein alayhi salam sagte, mein lieber Sohn, ich nickte kurz ein und da erschien mir ein Reiter im Traum. Ich hatte eine Vision. Dieser Reiter sagte zu mir, die Gruppe reist und der Tod reist ihnen entgegen, kommt ihnen entgegen. Dann sagt Imam Hussein, dann habe ich verstanden, dass wir auf den direkten Tod zugehen. Hiermit wird unser Tod gerade angekündigt. Gut, was machst du mit einem jungen Mann, der laut einigen Überlieferungen auch verheiratet war, aber keine Nachkommenschaft hatte, noch nicht die Möglichkeit hatte, der sein ganzes Leben vor sich hat, dem man jetzt gerade sagt, du wirst sterben. Wie reagiert er jetzt? Wie würdet ihr reagieren? Wie würde ich reagieren? Du wirst jetzt sterben. Ali al-Akbar fragte dann seinen Vater, Ya Abati, geliebter Vater, La arak Allahu su'a, möge Allah dir nichts Schlechtes widerfahren lassen. Schaut, wie die miteinander reden. Beginnen mit Bittgebet, enden mit Bittgebet. Dann fragte seinen Vater, Alasna ala al-Haqq, geliebter Vater, sind wir nicht im Recht? Ich will nur eins wissen, das, was wir gerade machen, sind wir nicht im Recht? Imam Hussein a.s. sagte, doch,
والذي إليه مرجع العباد. Doch bei dem, zu dem die Rückkehr ist. Wir sind im Recht. Da gibt es keinen Zweifel, dass wir gerade für das Recht einstehen. Gut, wenn jetzt klar ist, dass wir für die Wahrheit einstehen und dass wir auf dem richtigen Weg sind, sagt Ali al-Akbar, ya Abati, idhan la nubali. Wenn das so ist, interessiert uns nichts. La nubali bil maut oder namutu muhaqqin. Es interessiert uns dann nicht. Es kümmert uns nicht, denn wir sterben im Recht. Das war seine Haltung. Das war sein Charaktereigenschaft. Und allein dieser Dialog ist schon so lehrreich, dass man wirklich Vortragsreihen darüber halten kann. Und dann sagte sein Vater zu ihm, möge Allah dir den besten Lohn gewähren, den ein Sohn aufgrund seines Vaters, aufgrund der Güte zu seinem Vater, erhalten kann. Und also eine wichtige Lehre ist die Sprache, wie die miteinander reden. Imam Hussein a.s. benutzt hier gerade die schönsten Wörter, die man im religiösen Sprachgebrauch benutzen kann, um seinen Sohn zu loben. Das heißt, die Kinder zu loben, ist das etwas ganz Wichtiges, auch im Islam. Die Kinder zu loben, das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken, nicht immer zu kritisieren, nicht immer schlecht zu reden, vor allem nicht vor anderen schlecht zu reden, vor anderen fertig zu machen, ihn zu fördern, zu unterstützen, die guten Sachen hervorzuheben. Ich kenne einen Gelehrten, immer wenn sein Sohn dabei ist, spricht er bewusst über sein gutes Verhalten, während er dabei ist. Wir sitzen mit ihm und sein Sohn sitzt ihn. Wusstet ihr, dass er sehr gute Noten in der Schule geschrieben hat? Wusstet ihr, dass er das gemacht hat? Wusstet ihr, dass er sein Zimmer pünktlich aufruft? Wusstet ihr, dass er pünktlich betet? Er spricht in der Masse über seine guten Taten. Das ist was ganz Elementäres in der islamischen Kindererziehung. Lob aussprechen. Auch wenn es vielleicht übertrieben erscheint, das ist wichtig für das Selbstbewusstsein des Kindes. Obwohl, er war nicht mehr ein Kind. Ali al-Akbar war 25 Jahre alt. War kein Kind mehr in diesem Sinne. Eine weitere wichtige Sache, die man hier entnehmen kann, ist, dass Ali al-Akbar in der Lage war, frei zu denken. Frei von den ganzen falschen Traditionen. Damals herrschte das Stammesdenken. Er hat nicht gefragt, oh Vater, mach dir keine Sorgen, ich bin dein Sohn. Und ein Sohn hilft seinem Vater, lässt ihn nicht im Stich. Mach dir keine Sorgen, ich gehöre doch zu den Haschimiten. Und wir halten ja zusammen. Mach dir keine Sorgen, der Tod kommt, aber ich stehe zu dir. Er fragt nur eine Sache, sind wir im Recht oder nicht? Das bedeutet, er hat nicht der Person Hussein, salamullahi alayhi, geholfen oder der Person Imam Husseins gefolgt. Es ging nicht um die Person Imam Hussein alayhi salam, sondern um das, für was Imam Hussein alayhi salam gerade einsteht. Um das, was Imam Hussein alayhi salam gerade verkörpert. Das heißt, wenn wir das Unmögliche mal annehmen, hätte Imam Hussein alayhi salam jetzt gesagt, ich weiß es nicht, die Lage ist nicht ganz deutlich einzuschätzen, ob wir im Recht sind oder nicht. Ich kann nicht versichern, dass ich aus Ikhlas arbeite. Vielleicht habe ich doch Herrschaftsinteressen. Oder er hätte keine deutliche Antwort gegeben. Oder Ali al-Akbar würde selber wissen, es geht hier nicht um Recht und Unrecht. Dann hätte Ali al-Akbar seinen Vater nicht unterstützt. Dann hätte Ali al-Akbar gesagt, tut mir leid, hier geht es nicht um die Wahrheit, hier geht es nicht um das Recht. Ich kann die Karawane nicht weiter begleiten. Er war frei im Denken. Er hat sich nicht bestimmen lassen von den Traditionen. Er ist nicht blind den altarabischen Traditionen und Stammesstrukturen gefolgt. Das ist was ganz Wichtiges für einen Gläubigen. Und mich bewundern so eine Menschen. Menschen, die das überwinden können, sind beeindruckend. Vor allem damals in der Zeit, wo Stammesdenken das A und O war. Und eine Person, die es auch geschafft hat, sich davon loszulösen, ist Muawiyah. Muawiyah, der Sohn von Yazid. Ihr habt ja Muawiyah, den Großvater, ihr habt ja Abu Sufyan. Muawiyah, Yazid, Muawiyah. Muawiyah, der Sohn von Yazid. Weil Muawiyah er war ja der Erste, der eine Monarchie eingeführt hat, während die anderen Kalifen durch Wahl, durch Ernennung etc. an die Macht gekommen sind, hat Muawiyah einfach seinen Sohn ernannt. Und dann, als Yazid dann auch gestorben ist, ging das so weiter. Yazid hat dann seinen Sohn Muawiyah ibn Yazid zum Khalif ernannt. Aber Muawiyah ibn Yazid war anders.
Er hat gemerkt, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Und nach etwa 40 Tagen seines Amts bestieg er die Kanzel, das Podest, und hielt eine Predigt. Sinngemäß sagte er, also er leitete erstmal die Predigt ein, lobte Allah, das, was dazugehört. Und dann sagte er sinngemäß, ihr kennt mich, ihr kennt meine Abstammung, ihr kennt meinen Großvater Muawiyah, ihr kennt meinen Vater Yazid. Wisset, Muawiyah, mein Großvater, hat etwas an sich gerissen, was ihm nicht zusteht. Das Führungsrecht hat er seinen Besitzern streitig gemacht. Und es gab jemanden, der viel mehr Anrecht darauf gehabt hat. Der Besitzer des Führungsrechts. Der erste Muslim, der beste der Auswanderer, der nahestehendste zum Propheten. Und dann hat Muawiyah gemacht, was er gemacht hat. Und jetzt ist er im Grab Gefangener seiner Sünden. Gefangener, so hat er über seinen Großvater gesprochen. Gefangener seiner Sünden. Und dann kam Yazid, mein Vater. Und auch ihr wisst, was er angerichtet hat, dass er die Nachkommenschaft des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam getötet hat. Und hiermit erkläre ich, dass ich von meinem Amt zurücktrete. Und dann heißt es in dem Bericht, Fabaka. Er hat dann dort beim Podest geweint. Wie viel Überwindung braucht das? Erstmal auf dieses Amt zu verzichten. Er war der politische Herrscher nach Yazid über die ganze arabische Halbinsel. Das war seine Dunya. Was will man mehr als Jugendlicher? Darauf hat er verzichtet. Nicht nur das, er hat seinen eigenen Vater und seinen eigenen Stamm verurteilt und sich von ihnen losgesagt. Wie viel Überwindung braucht das? Seinen eigenen Stamm. Und er wurde dann kritisiert von seiner Mutter. Wie kannst du so, du hast alles kaputt gemacht. Und auch da heißt es in dem Bericht, dass er geweint hat. Er hat so stark geweint wegen das, was sein Vater und sein Großvater angerichtet haben. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn ihr Siyarat Ashura liest und dann sagt, O Allah, verfluche Bani Umayya Qatibatan, verfluche Bani Umayya allesamt, dann dürfen wir das nicht wortwörtlich verstehen. Man muss immer bedingen, die Umayyaden sind verflucht, die mit dem Unrecht zufrieden waren. Die stillschweigend, wegen Stammesdenken, einfach nur zu ihrem Vater und ihrem Großvater und zu ihrem Stamm stehen. Alles andere wäre ungerecht. Hier hast du einen Yazid ibn, hier hast du einen Muawiyah ibn Yazid, der ein sehr guter Umayyade war, der das verurteilt hat, was geschehen ist. Das muss man also immer mitbedenken. Wenn wir diesen Satz sprechen, dann sind nicht alle Umayyaden gemeint, sondern das ist bedingt an die mit den Straftaten zufrieden sind. Gut, ich hoffe, ich konnte zeigen, wie wir anhand eines einfachen Dialoges einen glaubhaften Bericht so viele Lehren ziehen können. Aber das, jetzt komme ich zum anderen Problem. Wir haben so eine schöne Geschichte, so eine schöne Aussagen, so einen schönen Charakter, so eine schöne Quelle. Aber wenn wir jetzt einfach mal bei Google auf YouTube Ali und Akbar eingeben, auf Persisch oder Arabisch, die anderen Sprachen sind mir jetzt nicht so bekannt, dann sehen wir völlig traurige Geschichten einverstanden, aber die völlig haltlos sind und auch keinen pädagogischen Wert haben. Ich nenne zwei konkrete Beispiele. Die Geschichte, dass Ali al-Akbar zum Beispiel, als er dann schwach wurde, dass Imam Hussein a.s. Layla darum gebeten hätte, in ihr Zelt zu gehen und ein Bittgebet zu sprechen. O Allah, lass meinen Sohn zurückkehren beim Recht von Jakob. Und dann kam der Sohn auch zurück. Es ist sehr traurig, wenn man das hört. Eine Mutter bittet für ihren Sohn. Man weint auch sehr stark, etc. Das ist aber, das hat keine Grundlage, diese Geschichte. Ja, dass Layla dort war, das kann man historisch nachweisen, auch wenn es einige angezweifelt haben. Aber dass es dann diesen Dialog gab und dass sie im Zelt geweint hat und Allah darum gebeten hat, bring meinen Sohn zurück, das gibt es nicht. Das ist halb so wild. Es ist falsch und wir müssen das aufarbeiten. Das ist halb so wild. Aber da ist noch keine Schmähung der Al-Bait, oder? Jetzt komme ich zu einem anderen Beispiel. Ein Bruder hat mir, das ist schon etwas länger her, ein Video geschickt und bat mich darum, das zu übersetzen. Warum soll ich es übersetzen? Ich möchte es übersetzen. Er kann kein Arabisch. Er möchte, dass ich ihm das übersetze, damit er einen Untertitel macht und damit das auf TikTok und Social Media verbreitet wird. Okay, ich mache das Video auf
Ein Scheich sitzt da. Ich kenne die Biografie des Scheichs. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich kenne seinen Werdegang. Und das Video ist sehr stark emotionalisiert, in Szene gesetzt. Immer wieder wiederholt und Effekten und etc. Und dann spricht er über Ali al-Akbar. Und hat fast über 1 Million Klicks. Und dann spricht er, ich habe es mir dann angeschaut, er spricht über Ali al-Akbar, die Tragödie von Ali al-Akbar, und sagt, und inszeniert sich richtig, inszeniert sich und mit Bewegung und Stimme ändern, etc. Und sagt, Ali al-Akbar, als er gefallen ist, hat er keine Kraft, um zu schreien, und hat dann leise gesagt, Assalamu alaika ya Aba Abdullah. Und dieses Flüstern hat Imam Hussein genommen. Und dann sagt er auch, bringt mir einen Text, wo Ali al-Akbar gesagt hat, er hat gerufen. Er hat nicht gerufen, er hat geflüstert, und Imam Hussein auf wundersame Art und Weise hat das gehört und ist hingerannt. Und fordert auch auf, bringt mir einen Text. Weil fast alle Texte, die darüber sagen, schreit Fanada aber. Er hat seinen Bruder gerufen. Er hat seinen Vater gerufen. Sogar ein Text sagt, Fanada bi'ala sautihi. Hat mit seiner lautesten Stimme gerufen, oh mein Vater. Gut, ist es jetzt von der Traurigkeit irgendein Unterschied, ob er leise sagt oder schreit? Beide sind genauso traurig. Ich finde das Rufen noch trauriger. Das ist ein Punkt. Zweiter Punkt. Er erzählt dann weiter und dramatisiert die ganze Sache. Vielleicht seine Intention, ich weiß es nicht. Ich bewerte nie die Intentionen der Menschen. Und dann sagt er, Imam Hussein alayhi salam, als sein Sohn zu Boden fiel, ist hingerannt, und das war so schwerwiegend für ihn, dass er sich dann neben ihn hingelegt hat. Und er wollte damit auch die Liebe zu seinem Sohn zeigen. Die meisten würden das glauben. Die meisten glauben das dann. Also wenn die das sehen, die glauben das. Er hat sich hingelegt, und das war so tragisch für ihn, dass er keine Luft mehr bekommen hat. Er ist fast erstickt. Dann hat Zainab alayhi salam gerufen, oh mein lieber Bruder, oh Acha, und dann ist er wieder aufgestanden dadurch. Und das ganze Publikum weint. Und wie bereits gesagt, 1 Million Klicks. Woher diese Geschichte? Warum diese Geschichte? Warum wird Imam Hussein so dargestellt, dass er sich nicht mehr im Griff hat, dass er fast stirbt? Wo ist die Geduld gegenüber Prüfungen? Das ist wieder eine Erfindung, die nicht nur eine Erfindung ist, sondern die Stellung von Imam Hussein schmäht. Vor den Feinden legt er sich hin und stirbt fast. Ich akzeptiere das, ein Mensch kann vielleicht sowas machen. Aber doch nicht das Vorbild aller Muslime. Imam Hussein alaihi salam. Das ist auch gar nicht die Kritik, dass es nicht geht oder nicht dem Status von Imam Hussein alaihi salam entspricht. Die Hauptkritik ist, steht nirgendwo. Es steht nirgendwo in den glaubhaften Quellen. Woher kommt sowas? Erzählungen. Erzählungen. Und dann wird sowas verbreitet. Und ich sehe, wie das auf den deutschsprachigen Raum übergeht. Aber die Inhalte muss man schon benennen. Bis wie lange soll sowas noch weitergehen? Und dann kommen Leute und sagen, wir brauchen keine Gelehrten. Wir schaffen das selber. Nein, ihr schafft das nicht selber. Ihr kopiert, und ihr könnt nicht überprüfen, ob das, was ihr kopiert, richtig ist oder nicht. Und ihr könnt nicht überprüfen, ob der, der da sitzt und einen Turban trägt, wirklich studiert hat oder nicht. Ihr braucht Gelehrten, ob ihr es wollt oder nicht. Oder dann sagen sie, ja, also die Gelehrten kennen sich nicht mit der Gesellschaft aus. Sowas wird auch gesprochen. Sowas wird den Gemeinden vermittelt. Unseren Gemeinden wird sowas vermittelt. Was wollt ihr mit deutschsprachigen Gelehrten? Sie kennen sich in der Gesellschaft nicht aus. Haben ja hier nicht gelebt. Aber dann, ausländische Gelehrte sind immer herzlich willkommen. Die sind dann immer herzlich, überhaupt kein Problem. Die können da predigen und reden, aber die dort aufgewachsen sind und geboren sind und die schulische Bildung dort genossen haben und die Probleme kennen, die kennen sich mit der Gesellschaft nicht aus. Wir reichen aus. Und dann passiert sowas. Dann passiert sowas, dann gerät sowas in Umlauf. Und das Schlimme dann, dass es dann so weit verbreitet ist, dass wenn jemand kommt und sagt, Vorsicht, genießt das mit Vorsicht, das könnte falsch sein, wie kannst du sowas kritisieren? Du bist gegen Imam Hussein alaihi salam. Sowas habe ich erlebt. Auf jeden Fall habe ich dem Bruder gesagt, das übersetze ich nicht und es sollte auch nicht übersetzt werden. Aber ich habe dennoch gesehen, dass es verbreitet worden ist. Weil es traurig ist, weil es traurig klingt. Und wie Shahid Mutahari gesagt hatte, warum? Warum? Die authentische und glaubhafte Erzählung von Ashura ist traurig genug. Wir brauchen nichts hinzuzudichten und zu erfinden. Es ist an und für sich traurig genug. Lesen wir zusammen die glaubhaften Berichte über den Maqtal von Ali al-Akbar alayhi salam. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Es wird berichtet, dass Imam Hussein alaihi salam beim Schlachtfeld zuerst die Gefährten vorgegangen sind und dann ist ein Gefährte nach dem anderen gestorben. Am Ende blieb keiner mehr da, außer Imam Hussein alaihi salam und seine Familienmitglieder. Dann heißt es in dem Bericht, als Imam Hussein alaihi salam nicht gesprochen hat, mein Sohn, du bist jetzt dran oder so, sondern Ali al-Akbar, wie bereits gesagt, hat um Erlaubnis gebeten, hat die Initiative ergriffen. Warum? Weil Imam Hussein alaihi salam wusste, das ist die letzte Erinnerung an den Propheten. Ali al-Akbar war die letzte Erinnerung, die Imam Hussein alaihi salam noch hatte an den Propheten. Immer wenn er den Propheten vermisst hat, war Ali al-Akbar da. Deswegen hat er nichts gesagt. Aber Ali al-Akbar wusste, jetzt ist seine Rolle gekommen, er muss jetzt aktiv werden. Fasta'adhana aba, er bat seinem Vater um Erlaubnis und sein Vater erteilte ihm auch die Erlaubnis. Und dann heißt es in dem Bericht, dass Imam Hussein alaihi salam, gut, Imam Hussein hat ja gesehen, wie seine Gefährten gestorben sind. Und zum ersten Mal heißt es dann in den Überlieferungen hier, dass der Gesichtsausdruck von Imam Hussein alaihi salam sich veränderte. Als Ali al-Akbar dann gehen wollte, heißt es in der Überlieferung, ثم نظر إليه نظرة آيس. Imam Hussein alaihi salam schaute auf seinen Sohn mit dem Blick eines Gebrochenen, eines Trostlosen. So blickte er auf seinen eigenen Sohn. Das war sein ältester Sohn. Das war die letzte Erinnerung an den Propheten. Dann heißt es in den Überlieferungen weiter, وَأَرْخَى عَيْنَهُ وَبَكَى. Er ließ seine Tränen dann laufen. Die Tränen flossen. Das heißt, das Besondere an Ali al-Akbar ist, dass das Verhalten von Imam Hussein alaihi salam sich änderte. Er hat jetzt eine ganz andere Reaktion gezeigt, von den Emotionen her. Bei der Verabschiedung, dabei, als er gesagt hat, geh, flossen seine Tränen. Und da ging Ali al-Akbar auf das Kampffeld, kämpfte wie ein tapferer Krieger, wie ein tapferer Ritter, bis ein Pfeil ihn traf und er zu Boden fiel. Und als er zu Boden fiel, rief er tatsächlich. Er rief und schrie, gegrüßt seist du, Salamu alayka ya Aba Abdillah. Und als Imam Hussein das hörte, eilte er zu seinem Sohn. Er eilte zu seinem Sohn. Und dort stand er dann vor seinem Sohn. Und das war das erste Mal, in einem anderen Bericht heißt es, dass er seine Wange auf die Wange seines Sohns legte. Man muss natürlich wissen, als Ali al-Akbar gefallen ist, war das wie eine Freude für die Feinde, weil der Name Ali war verhasst, wie bereits gesagt. Und sie haben jetzt den Sohn von Imam Hussein gestürzt. Das war für sie ein Sieg. Und als Ali al-Akbar gefallen ist, so heißt es in diesen Berichten, haben die Kämpfer ihn umzingelt und mit ihren Schwertern auf ihn eingeschlagen. Und da schrie er um meinen Vater. Und Imam Hussein ging zu ihm und stand dann vor seinem Sohn, vor der Leiche seines Sohnes, voller Blut. Und da war das erste Mal, dass Imam Hussein alaihi salam gegen die Leute gebetet hat. Jedenfalls das erste Mal, wo es offenkundig war und deutlich ist. Er sagte dann, möge Allah die Gruppe töten, die dich getötet hat. Wie dreist sie doch gegen den Barmherzigen sind. Wie dreist sie doch die Heiligkeit des Propheten durch deinen Tod geschändet haben. Wie dreist sie doch den heiligen Propheten geschändet haben. Dann heißt es in diesem Bericht, وَنْهَمَلَتْ عَيْنَاهُ بِالْدُمُوعِ. Und die Tränen flossen wie ein Fluss von seinen Augen. Also Imam Hussein stand vor seinem Sohn und die Tränen flossen. Und er bat dieses Bittgebet und wandte sich zu Allah subhanahu wa ta'ala und befahl dann den Verbliebenen seiner Familie, kommt und tragt euren Sohn, tragt euren Verwandten zu den Zelten zurück. Das heißt auch in den Berichten, dass eine Frau rausrannte, als wäre sie die aufgehende Sonne. Und ich fragte danach, wer diese Frau war. Sie sagten, es ist Zainab alaihi salam.